Die nimmt es auf, greift dann die Ölmutter an und erzeugt so viel Strom in die Röder, dass das Material auch in die Serie braucht und das System dann die anderen Raketen, die man vorher braucht, dann hat man die Röder angefangen. Sehr kostenintensiv, man möchte. Da habe ich mich nicht